Mein Name ist Cinderella Glücklich, ich bin 21 Jahre alt und studiere in Iserlohn an der Business and Information Technology School Journalismus und Unternehmenskommunikation. Zurzeit mache ich ein Praktikum bei Fresenius in der Konzernkommunikation. Ich bin von Geburt an gehbehindert und sitze die meiste Zeit im Rollstuhl. Die Jobsuche mit Behinderung erlebe ich persönlich als sehr schwierig. Es gibt viele bürokratische Hürden, die es Menschen mit Behinderungen wie mir schwer machen, Arbeit zu finden. Aber viel schlimmer finde ich die Hürden oder Barrieren in den Köpfen der Menschen. Das heißt, es gibt zum Beispiel viele Arbeitgeber, die mich bisher nicht einstellen wollten, weil sie gedacht haben, dass ich mit meiner Behinderung sowieso nicht richtig arbeiten kann. Dabei ist das gar nicht der Fall. Arbeiten ist mir sehr wichtig, weil ich selbstständig und unabhängig sein möchte. Mit meinem Blog möchte ich hautnah über mein Leben mit Behinderung berichten. Mir ist es aber auch sehr wichtig, Vorurteile abzubauen und den Menschen ihre Berührungsängste mit dem Thema Behinderung zu nehmen. Und wenn ich dann auch noch andere Menschen mit Behinderung ermutigen kann, ihr Leben zu leben und auch aus sich herauszukommen, dann freut mich das natürlich besonders. Ich habe mich für ein Praktikum bei Fresenius entschieden, weil ich es toll fand, für ein Unternehmen zu arbeiten, das kranken Menschen helfen möchte. Ausschlaggebend war aber letztendlich, dass man hier von Anfang an so unkompliziert mit meiner Behinderung umgegangen ist. Ich bin für alle hier eine ganz normale Kollegin und nicht einfach nur die da im Rollstuhl. Das ist für mich ein sehr schönes Gefühl.